Ja, ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Willkommen zur Schublade Teil 4, wo es sich jetzt um Make-up, Concealer und Puder handeln wird und jegliche Konsistenzen, die sich in diesem Bereich mit der Grundierung beschäftigen. Und ja, ich wollte euch die Schublade jetzt mal so schnell wie möglich zeigen, euch die einzelnen Produkte zeigen. Wir brauchen dazu heute zum Glück auch nicht so gute Lichtverhältnisse, weil heute ist draußen relativ düster. Deswegen habe ich hier mal eine künstliche Lampe aufgestellt, damit man zumindest die Produkte relativ gut erkennen kann. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir haben leider nicht jeden Tag so viel Glück, dass es so hell ist. Aber ich hoffe, es geht trotzdem irgendwie. Und ja, fange ich gleich an. Ich habe von meiner Lieblingsfoundation, von der Max Factor bei Ellen Beatrix Soft Resistant Make-up für einen perfekten Teint, praktisch ohne Abfärben, die Light 1. Und die habe ich gleich dreimal. Weil das Produkt habe ich 6 Jahre verwendet und es ist meine liebste Foundation und die ist auch aus Plaste. Und zum Schluss, wenn die alle ist, schneide ich die immer noch auf und kratze den Rest praktisch raus. Und die hat leider einen starken Rosastich, der bei mir nur im Sommer bedingt abgedeckt, also bedingt in Ordnung ist zum Überblenden. Ansonsten ist es ein bisschen kompliziert, da kriege ich leichte Ränder von. Aber trotzdem war das bisher eigentlich immer die Foundation im Drogeriebereich, so in der Marke zwischen 11 und 12 Euro, die ich immer gekauft hatte, die für mich hell genug gewesen ist und die funktioniert hatte. Abgelöst hatte die nun jetzt eine etwas günstigere Foundation, das ist die Catrice Infinite Matte Up to 80 Hours Make-up 010 Light, in 010 Light Beige, die ich euch schon eine Review dazu gemacht hatte, für 6,49 Euro, die ist auch schon zur Hälfte aufgebraucht, die werde ich mir auch nachkaufen. Die hat einen Beige-Stich und gleicht so diesen Gelb-Unterton in meiner Haut aus und macht einen schönen Abgang über den Tag verteilt, habe ich ja schon eine Review dazu gemacht. Wie gesagt, guckt einfach bei meinen Videos, wenn euch das nochmal gesondert interessiert, da sage ich viel, viel mehr zu dieser Foundation. Und ja, die hat hier so einen Punktspender und ist dadurch sehr relativ gut zu dosieren. Bei der Max Factor sieht das Ganze so aus, ist auch relativ gut zum Dosieren. Und ja, also das sind so die Foundations, die ich besitze. Kommen natürlich noch mehr. Lange aus dem Sortiment schon raus ist von Nivea, ist ja die dekorative Kosmetik aus dem Sortiment rausgegangen. Die haben jetzt nur noch die Pflege. Nivea Ideal Finish. Und in der hellsten Farbe 01 Ivory. Und die war ja auch ziemlich beliebt und gehypt. Und die ist auch hell genug, kommt in so einer schönen Tube. Aber ist leider von der Deckkraft her nur leicht bis, ich würde sagen, Anfang, Mittel. Und da muss man auf jeden Fall eine gute Haut dafür haben, damit das gut auf der Haut aussieht. Also wenn ich ein paar mehr Unreinheiten habe, kann ich die nicht tragen. Weil, ja, ist zu wenig Deckkraft. Aber ansonsten ist sie für den Drogeriebereich auch auf jeden Fall hell genug, für so helle Hauttypen wie für mich. Aber ich bin natürlich nicht ganz Porzellantarmäßig. Ich bin schon hell, aber nicht zu hell. Dann habe ich noch von L'Oreal dieses, wie nennt sich das? Matte Morphose Soufflé in der hellsten Farbe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die hellste Farbe heißt. Ich denke auch sowas wie Ivory. 110 ist das. Und das ist so ein Mousse-Make-up. Das habe ich auch noch so gut wie gar nicht verwendet. Das stopft die Poren auch ziemlich zu. Und ich möchte meine Poren ja immer atmen lassen. Deswegen habe ich das bis jetzt noch nicht so oft verwendet. Ist aber von der Konsistenz her sehr, sehr schön. Müsste ich einfach nur mal richtig austesten und ausprobieren auf der Haut. Habe ich noch nicht gemacht. Und obwohl es jetzt etwas dunkler hier aussieht und von der Farbe auch, naja, ziemlich dunkel eigentlich, soll sich das auf der Haut so einblenden, dass es auch hell genug ist. Ich muss es einfach mal testen. Wie gesagt, habe ich noch nie so oft verwendet, aber habe ich mir mal gekauft, wo ich auf der Suche war nach einer neuen Foundation. Weil Foundation ist für mich immer so ein bisschen mit der wichtigste Bereich, neben Puder und Concealer. So, dann schaue ich, ob ich... Dann habe ich natürlich meine geliebte Bobbi Brown Foundation Moisture Rich SPF 15 Long Lasting. Die ist sehr toll, bloß ein bisschen zu reichhaltig und da ich ein fettiger Hauttyp ist, schmiert das ziemlich oft und da muss ich ein bisschen vorsichtig sein und kann davon nicht allzu viel verwenden. Aber ansonsten ist die recht gut. So, das waren... Nee, ich habe noch eine Foundation. Die ist von Art Deco. Das ist die Long Lasting Foundation Oil Free SPF 20. Die habe ich mal von einer besten Freundin, die bei Müller arbeitet, empfohlen bekommen.
weil ich eine ölfreie gesucht hatte und eine sehr lang anhaftende und deckende Foundation. Und die ist wirklich sehr, sehr deckend. Also mit losem Puder drüber hält die wirklich Wärme, Hitze, Bewegung, Stress, alles durch. Und das ist so mein Favorit, wenn ich wirklich was vorhabe oder so. Und ich muss gut aussehen den ganzen Tag über, bis abends. Ja, die ist wirklich gut. Das ist so bei der Bobbi Brown Foundation 36 Euro. Bei der Ideal Finish war, glaube ich, sowas auch in die 7, 8 Euro. Aber die gibt es ja jetzt sowieso nicht mehr. L'Oreal, ich glaube, 8, 9 oder 10 Euro. Und bei der Art Deco auf jeden Fall 15 oder 16 Euro. Ja. Dann habe ich noch eine getönte Tagescreme von Dr. Hauschka. Das Translucent Make-up in 01 Porzellan. Ist leider etwas zu dunkel für mich. Ich bräuchte noch heller, glaube ich. Und ja, lässt sich aber relativ gut auf meine Haut einblenden. Nachteil ist, man sieht einfach nicht, dass man irgendwas drauf hat. Es deckt nichts ab, es ist ganz, ganz leicht. Ja, das ist nur was für einen Sommer, wenn man eine richtig gute Haut hat und nichts abdecken muss, dann ist das perfekt. Aber ansonsten für mich, die ab und an mal ein paar Pickelchen hat, muss schon abdecken und dafür ist es für mich recht sinnlos. Da kann ich gleich Foundation benutzen und brauche keine getönte Tagescreme. Ja, leider. So, jetzt kommen wir so langsam zu den Concealern. Da habe ich auch verschiedene. So, da habe ich zum Beispiel, was ich momentan sehr gerne benutze, ist von Art Deco, der Light Reflecting Concealer. Der macht die Pickel oder halt eben die Unreinheiten und die Rötung einfach etwas heller. Und dadurch kann man mit Puder oder mit Camouflage sehr, sehr gut drüber arbeiten, was ich momentan immer mache. Und dann deckt das einfach optimal ab. Da mache ich Puder drüber, es gibt keine Ränder und es sieht so aus, als hätte ich da nichts. Es ist ganz leicht abgedeckt. Natürlich, wenn man etwas stärkere Unreinheiten hat, hilft das dann auch nicht mehr. Dann muss man es einfach in Ruhe lassen. Aber so für die Kleinigkeiten, so ab und an, finde ich das eigentlich recht gut. Das ist der Art Deco Perfect Taint Illuminator. Ist auch so, ich glaube, 8, 9, 10 Euro. Dann habe ich von Art Deco auch noch die Camouflage Cream in der hellsten Farbe. Mit der kam ich ja am Anfang nicht so gut klar. Jetzt komme ich damit besser klar. Gerade auch wenn man etwas stärkere Unreinheiten hat, kann man das wundervoll in die Haut einblenden und es bleibt da, wo es ist. Es rutscht jetzt zum Glück nicht mehr. Ich habe jetzt den Trick rausgefunden, wie es nicht von der Haut wegrutscht. Und Puder drüber, man sieht das nicht. Es ist richtig, richtig toll. Es ist absolut ergiebig. Ich habe das schon richtig lange und bin da echt zufrieden mit. Und das ist auch eine absolute Empfehlung von mir, falls man es etwas stärker haben möchte und man möchte es leicht abdecken. Das ist natürlich nur für die Leute gedacht, die wirklich ab und an wirklich Probleme mit ihrer Haut haben und nicht für Leute oder junge Mädchen, die noch eine wunderbare Haut haben, wo noch nichts irgendwo, ein Pickelchen oder sonst was ist. Das kann man auch mit ganz normalen Concealer abdecken. Camouflage ist schon ein bisschen was für die härteren Fälle. Ja, dann habe ich noch den 24-Stunden Superstay Concealer von Maybelline Jade. Der war ganz in Ordnung gewesen, aber leider ein Ticken zu dunkel. Ich finde immer, der Concealer muss heller sein als die Foundation und der ist etwas dunkler als meine Foundation. Das sah immer ein bisschen komisch aus, da gab es Ränder. Deswegen nicht ganz so mein Favorit. Und was für mich ein absoluter Flop ist, ist der von Alterra von Rossmann, Auf der Spur der Natur. Ich kann euch jetzt von allem nicht mehr genau die Preise sagen, nur von dem, wo ich es noch so im Kopf habe. Also, falls ihr da irgendwas wissen wollt, entweder Google oder halt eben, ja, müsst ihr einfach mal schauen. Oder ich schaue dann für euch, wenn ihr gesondert noch eine Frage habt, nochmal nach, aber ich weiß es jetzt leider von allen nicht mehr direkt. Also, zurückzukommen, Alterra Auf der Spur der Natur. Hellste Farbe, Concealer absolut schlecht, weil er deckt überhaupt nicht ab. Man macht den drauf, man versucht den in die Haut einzublenden und danach sieht man die rote Stelle wieder. Es deckt überhaupt nicht ab. Ich habe schon so oft probiert, ich habe es immer wieder mit ihm probiert. Ich kann ihn einfach nicht verwenden und ich kann ihn nicht weiterempfehlen, weil er einfach keine Unreinheiten abdeckt, sondern es einfach nur danach wie weg ist, als hätte ich nie etwas drauf gemacht. Ja, schade. Welchen ich absolut als top empfinden kann, ist der von Maybelline Jade Pure Cover Mineral in der 2. Die 2 ist die hellste Farbe, die 1 ist die dunklere, was komisch ist irgendwie. Aber der ist wirklich klasse, der deckt gut und der hält den ganzen Tag und der wird leicht pudrig. Und Puder drüber machen und es fällt einfach überhaupt nichts auf und er deckt auch stärkere Hautunreinheiten ab. Das wollte ich damit sagen. Ja, also der ist auch wirklich empfehlenswert. Welcher auch empfehlenswert ist und im günstigeren Preissegment von Rival de Loup, der Natural Touch Concealer, den habe ich auch schon richtig gut aufgebraucht, in der hellsten Farbe, ist sein Geld absolut wert und ich komme damit sehr, sehr gut klar
um meine Unreinheiten abzudecken. Und ja, der ist auch sein Geld auf jeden Fall wert. Wer es noch etwas günstiger möchte. Genauso günstig von Essence, der neue, den habe ich mir erst neu gekauft. Stay Concealer All Day, Long Lasting 16 Stunden. So lange hält er nun nicht. Ich habe ihn jetzt schon ein, zwei Mal verwendet in der hellsten Farbe. Er deckt gut ab, aber er hält definitiv nicht so lange wie der zum Beispiel von Maybelline Jade. Und ich meine, er hält auch nicht so lange wie der von Rival de Loup. Also die Camouflage-Creme ist natürlich nicht zu toppen mit ihrer Haltbarkeit und vom Art Deco die Unterbasis. Aber ich finde, er hält nicht ganz so lange leider. Da kommt die Unreinheiten schneller über den Tag verteilt wieder durch, so nach 5-6 Stunden. Also auf jeden Fall bei mir zumindest. Und aber ansonsten so für Kleinigkeiten zum Abdecken im günstigen Preissegment eigentlich trotzdem eine Empfehlung. Was ich ab und an auch noch zum Abdecken manchmal verwende, ist komischerweise etwas, was überhaupt nicht dafür konzipiert ist. Die Essence I Love Stage Eyeshadow Base. Und zwar als Untergrund für den Concealer, der drüber kommt. Oder nur so, wenn ich ganz leichte Unreinheiten habe, deckt das manchmal komischerweise auch gut ab. Das verwende ich auch als Lippenbase. Ja, das ist so ein zweckentfremdetes Produkt, was man in dem Bereich, was auch günstig ist, was man dazu noch verwenden kann. Und es ist auf jeden Fall heller, als es hier gerade in der Kamera aussieht. Also es ist auch genauso hell und passt zu meinem Hautton. Ja, jetzt kommen wir zu dem Puder. Mein Lieblingspuder ist und bleibt das Chanel Universal Libre. Also da wird nichts drankommen. Loses Puder. Ich bin absoluter Fan davon geworden. Und es ist einfach das beste Puder der Welt. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Was ich auch noch als zweitliebstes mag, ist das lose Puder von Dr. Hauschka. Das Translucent Face Powder. Das hat einen wundervollen Geruch. Moment, ich schraube es mal auf. Hat einen wunderbaren Geruch, mattiert richtig und mit einer guten Foundation drunter hält das auch, stört's ein bisschen, hält das auch den ganzen Tag. Also es hält wirklich den ganzen Tag, das kann ich wirklich versprechen. Also das ist richtig, richtig gut. Ja, was ich noch nie verwendet habe, ist aus dem das Catrice Mineral Powder Make-up. Das ist noch bei mir komplett zu. Habe ich noch nicht so oft verwendet, habe ich noch gar nicht verwendet. Ich finde die Verpackung von diesen Dingern immer blöd, weil bei Essence manchmal aus den LAs auch sowas kommt und da habe ich einfach nicht so viel Vertrauen drin. Das hebe ich mir mal auf und probiere diese Mineralsachen später nochmal aus. Ich habe damit nicht allzu viel Erfahrung, weil ich einfach so meine Puderfavoriten habe und dann mache ich einfach von den Sachen, die ich mal gekauft habe, nichts Neues aus und nichts Neues auf und lasse das als Backup, falls das eine dann mal alle ist. Ja, was ich ansonsten noch habe, ist aus dem alten Catrice-Sortiment das Mineral Compact Powder. Das hatte ich mir mal zweimal gekauft in der Farbe 110 Light Beige oder Light Beige. Hatte auch wieder so eine MAC-Verpackung, habe ich auch relativ gut verwendet. Man sieht schon das Fändchen leicht durch. Ist recht gut. Geruch ist in Ordnung, aber es ist jetzt nicht perfekt. Also ich finde, es mattiert nur ein paar Stunden und dann muss man schon wieder nachlegen. Genauso nicht überzeugt bin ich von dem Skin Finish Kompakt Puder von Catrice, dieses 010 Transparent. Ja, also ich finde, es hat bei mir auf der Haut so gut wie überhaupt gar keinen Effekt, was beim Chanel Puder nun ganz, ganz anders ist. Ich habe es auch nicht so häufig verwendet. Ich nehme es nur ab und zu mal zwischendurch, um mal nachzupudern, um nicht immer das teure Produkt rauskramen zu müssen. Das hält dann für, keine Ahnung, ein paar Stunden. Ich sehe halt eben nicht so einen dollen Effekt und einen dollen Mattierungseffekt hat das für mich auch nicht. Es ist halt eben für so zwischendurch. Ein Puder, was aber definitiv bei mir einen Effekt hat, ist das Manhattan Compact Powder Clear Face in 70 Vanilla. Das habe ich sogar zweimal gekauft. Bei dem einen bin ich, glaube ich, sogar schon mehr als am Pfändchen. Also das ist super, das habe ich in meiner Uni-Zeit die ganze Zeit verwendet. Also weil es wirklich morgens mattiert und es hält erstmal und es sieht, ich sehe einfach erstmal diesen Effekt auf der Haut. Und ja, das andere ist schon so gut wie. Ich verwende es unheimlich gerne, es macht einen unheimlich tollen Effekt. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Und ja, also das es soll auch gegen Unreinheiten sein und ich finde es gut. Nur wenn ich das länger verwende, hatte ich das Gefühl, dass meine Haut etwas schlechter wird. Komischerweise, obwohl es gegen Unreinheiten sein soll. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Gesicht ein bisschen zu cakey wird, also ein bisschen zu maskenartig. Und deswegen bin ich dann später dann auf loses Puder umgestiegen, damit meine Haut nicht ganz so zugespachtelt aussieht. Ja,
Dann habe ich hier nur von Chanel noch so ein Schwämmchen. Das kommt von dem losen Puder. Aber ich benutze dazu ja sowieso immer einen Pinsel. Und zwar den von Evelyn, den kennt ihr ja schon. Und ja, dann habe ich auch nur noch zwei Puder, die ich noch gar nicht verwendet habe. Und zwar das Maybelline Jade 015 Translucent Transolid Pure Powder Make-up. Viele schwören ja darauf, Matt Finish. Ist noch komplett zugeschweißt, hebe ich mir als Backup auf, habe ich noch nie verwendet. Da war ich krampfhaft mal auf der Suche nach einem guten Puder und da haben sie mir alle das hier empfohlen und ja, leider nie verwendet. Genauso wie das von Art Deco, was ich eigentlich zu der Foundation dazu gekauft hatte. Ich gucke mal, dass ich euch nicht blende. Moment. Oh, ist mir runtergefallen, egal. Sieht so aus. Da ist noch so ein Deckelchen drüber. Das ist auch wieder nicht translucent, ist zwar hell genug, aber es hat auch schon Eigenfarbe. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Es hat ja fast so eine Farbe, als könnte ich das als Bronzer verwenden. Wie dieses AOC Beauty Powder, was ich früher als Puder verwendet habe. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum ich immer das Gefühl hatte, dass ich zu dunkel geschminkt bin. Ist ja kein Wunder, weil das ja einfach nicht meine Farbe ist. Ja. Und deswegen schwöre ich zurzeit auch auf dieses auch translucent. So, das war jetzt die komplette Schublade. Ich bin unter 20 Minuten, ich bin zufrieden. Ich hoffe, es war kompakt genug für euch. Muss mal schauen, wann ich das alles hochlade. Entweder es kommt am Wochenende oder Ende der Woche. Weil ich habe davor noch zwei Videos abgedreht. Das muss alles erstmal hochgeladen werden. Ich habe jetzt erstmal vier Videos im Petto. Und ja, habe mein Vordrehen sozusagen diese Woche beendet. Nächste Woche lege ich dann mit geballter Power weiter los. Ne? Und ja, ich hoffe, ihr hattet Freude dran. Fragen, Wünsche, Kommentare. Komm. Ja, alles in die Kommentare rein. Alles, was ihr nicht wisst oder was ich vergessen habe, steht dann in der Infobox, wie immer. Und ja, das war's eigentlich erstmal. Ich habe jetzt eigentlich hier nichts weiter zu melden. Und wir sehen uns und bis bald, meine Lieben. Ciao, ciao.